Familie Hermann in Feuchtwangen hält Puten schon in dritter Generation. Junglandwirt Simon Hermann will den Betrieb eigentlich gerne übernehmen. Ich habe zu Hause einen Betrieb und der wird schon lange weitergeführt. Und wenn man dann selber einen Betrieb hat und ist Unternehmer, dann macht einem das Spaß, wenn irgendwo Erfolg dahinter steckt, wenn was vorwärts geht, da steckt eine gewisse Passion dahinter. Und das hat mich jetzt eigentlich doch dazu bewegt, zu sagen, ich mache den Betrieb hier weiter. Aber wenn irgendwann die Gesellschaft sagt, man macht nichts Gutes, der Geldbeutel irgendwann nicht mehr dafür spricht, dann habe ich dann, die Auflagen immer schlimmer werden, dann verliere auch ich die Motivation, das hier weiterzumachen. Ein aktuelles Eckpunktepapier von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir sieht vor, dass in Deutschland in Zukunft weniger Puten pro Quadratmeter gehalten werden dürfen. Simon Hermann befürchtet, dass heimische Betriebe wie seiner damit verdrängt werden. Der Kentegedanke ist ja gut. Man will ja dem Tierwohl was Gutes tun, ja, den Tieren mehr Platz verschaffen. Habe ich nichts dagegen. Aber wenn bei mir die Tiere im Stall fehlen, dann sind meine Puten irgendwann einfach im Ausland produziert, zu schlechteren Bedingungen. Dann hat man nichts Gutes fürs Tierwohl getan. Familie Hermann hält etwa 10.000 Mastputen in 3 Ställen. In einem weiteren Stall zieht sie zusätzlich die Küken auf. Ich klopfe dann immer an. Man hört schon die Antwort, ja. Und dann sage ich Hallo. Jetzt sind natürlich alle da. In der aktuellen Diskussion geht es vor allem darum, wie viel Platz sollten Puten haben? Wann ist es im Stall zu eng? Familie Hermann will transparent zeigen, wie es in den meisten bayerischen Ställen aussieht. Aber auch, dass Bilder manchmal täuschen können. Die Pute ist unheimlich neugierig. Die sind einfach dann da, wo ich bin. Und da sind sie dann geballt. Die Puten im Maststall sind momentan 12 Wochen alt. Jeden Tag kontrollieren die Landwirte die Tiere, das Futter, das Wasser. Natürlich wollen auch die Hermanns, dass es den Tieren gut geht. Wenn wir jetzt da durch den Stall durchlaufen, also nichts Schöneres gibt es, wenn die Herde dann auf einen zukommt und dann ein paar so sich drehende Hähne, vielleicht sehen wir hier ein paar, die wo sie aufblustern und was darstellen wollen. Wie 95% der Mastputen in Bayern werden sie nach den Standards der Initiative Tierwohl, kurz ITW, gehalten. Das Label schreibt zum Beispiel Beschäftigungsmaterialien wie Heuraufen, Möglichkeiten zum Draufsitzen wie Strohballen oder eine Liegeplattform und Picksteine vor. Es gibt unangemeldete Kontrollen. Weil Puten ständig schwerer werden, geht es in den Richtlinien nicht um die Anzahl, sondern ums Gewicht pro Fläche. Und da schreibt die ITW 53 Kilo pro Quadratmeter bei Putenhennen vor. Das neue Eckpunktepapier will 40 Kilo pro Quadratmeter. In Polen liegt die Besatzdichte bei 57 Kilogramm pro Quadratmeter. In Frankreich oder Italien zum Beispiel gibt es keine Regelungen. Heißt, die Besatzdichte liegt im Ausland oft bei 63 Kilo oder noch höher. Wenn die Verordnungen wie geplant kommen, müssten die Hermanns den Bestand um ein Viertel reduzieren. Die Kosten bleiben aber fast gleich. Damit sie ihren Betrieb halten können, müssten sie vom Handel mehr Geld fürs Putenfleisch bekommen. Was aber nicht funktionieren wird, warnt Bayerns Landwirtschaftsministerin Kaniber. Wenn man heute die Besatzstärke pro Quadratmeter senkt, möchte man meinen, könnte man mehr fürs Fleisch verlangen. Genau das Gegenteil ist dann der Fall. Man hat ja auch immer die Auseinandersetzung mit dem Lebensmitteleinzelhandel. Das würde bedeuten, dass dieses Fleisch nämlich ausgelistet wird und billiger importiert wird. Auch der Deutsche Geflügelverband warnt, dass höhere Tierwohlstandards in Deutschland nur dazu führen würden, dass das Fleisch dann aus dem Ausland kommt, produziert unter deutlich schlechteren Bedingungen. Aber das Bundeslandwirtschaftsministerium in Berlin will das Tierwohl für heimische Puten stärker in den Vordergrund stellen. Wettbewerbsnachteile für die Putenbetriebe durch den deutschen Alleingang nimmt man dort in Kauf. Wir wollen das Thema nicht nur national lösen. Wir wollen es auch europäisch lösen. Wir haben aber schon seit Jahrzehnten darauf gewartet, dass Europa was tut. Das machen wir jetzt nicht mehr, sondern wir nehmen den Wunsch der Verbraucherinnen und Verbraucher, die sagen, wir wollen mehr Tierschutz in den Ställen haben, den nehmen wir sehr ernst. Puten draußen, mit frischer Luft und viel Platz. So soll es aussehen, wenn es nach Tierschützern und einigen Verbrauchern geht. Die Bioputen von Landwirt Markus Strasser aus Mauern bei Moosinning haben mehr als 1 Hektar Auslauf und damit 10 Quadratmeter Platz pro Tier. Die verteilen sie über die ganze Wiesen. Wenn natürlich jetzt ein Flieger kommt oder sowas und sie sind relativ klar,
dann geht es alles Richtung Stall rein, ist die Gefahr weg, kommt alles wieder raus und so geht es halt den ganzen Tag dahin. Aber sie verteilen sie über die ganze Fläche. Fakt ist, Bio-Puten sind eine absolute Nische. Laut Statistischem Bundesamt leben Puten, Enten und Gänse nur zu knapp 2% auf Biobetrieben. Die Vermarktung ist nicht einfach. Bio-Putenfleisch kostet im Handel teilweise 6-mal mehr als konventionelles. Landwirt Markus Strasser vermarktet seine Puten größtenteils über die Firma Freiländer, die Bioläden mit Geflügel beliefert. Auch dort ist die Nachfrage im vergangenen Jahr eingebrochen. Das wird sicher noch eine ganze Weile schwierig bleiben. Ich glaube aber schon, dass das Bio und das gesamte Thema Nachhaltigkeit, das Thema Tierwohl, ein großes Thema bleiben wird für die Verbraucher. Und insofern dort auch ein Wachstum bleiben wird, weiter da sein wird. Aber mit Sicherheit Bio und insbesondere Bio-Geflügelfleisch noch sehr lange auch eine Nische bleiben wird. Ja. In einem sind sich Bio- und konventionelle Putenhalter einig. Am wichtigsten für das Tierwohl ist es, die regionalen Betriebe zu erhalten. Halt, stopp mal, ich hab noch was. Unseren YouTube-Kanal könnt ihr natürlich abonnieren, aber schaut auch mal rein in die ARD-Mediathek. Da gibt's noch mehr Videos von uns und komplette Unser-Land-Sendungen. Und da gibt's natürlich auch noch viel, viel mehr.